Hallo und herzlich willkommen zu Isha, Legend of the Fortress. Dies ist der erste Teil der Isha-Trilogie und entwickelt und herausgebracht 1992 von der Firma Silmarils. Das war ein französisches Entwicklerstudio, das sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, neue Dinge auszuprobieren, alternative Wege zu gehen. Ja, das ist wohl nicht ganz so lange gut gegangen. Wie gesagt, das Spielestudio gibt es schon eine ganze Weile nicht mehr. Und das, was ich bisher über Isha im Handbuch gelesen habe, ist es schon ein bisschen anders. Es hält ein paar Spielelemente, die ich so in einem Rollenspiel noch nicht kannte. Zum Beispiel, dass sich die Gruppenmitglieder einfach mal gegenseitig umbringen oder dass die Gruppenmitglieder abstimmen müssen, ob man jemand anderes mitnimmt. Und lauter solche Dinge. Ja, und summa summarum ist es halt einfach ein altes Spiel. Und wir starten da jetzt mal rein. Wir wollen gerne bitte Deutsch spielen. Und da sind wir schon im Spiel. Wir starten mit einem Gruppenmitglied. Wir können bis zu 5 Leute werden und die anderen 4 müssen wir uns jetzt irgendwo suchen. Das Handbuch ist ein bisschen dürftig. So in Sachen Dokumentation. Also das sind unsere beiden Hände. Wir tragen wohl ein Schwert. Dann gibt es psychische und physische Kräfte. Ich habe das so interpretiert, dass psychisch Mana ist und physisch so ein bisschen die Kondition. Wobei Lebenspunkte dann auch wieder extra gehen. Das habe ich noch nicht so ganz geblickt. Wir haben 0 Erfahrung, wir haben 2000 Gold. Und dann haben wir noch diverse Gegenstände. Gegenstände war jetzt Quatsch. Ich habe gebe Gegenstand gelesen und dann Gegenstände gesagt. Das stimmt aber nicht. Wir haben diverse Optionen. Wir können Gegenstände geben. Wir können unsere Gruppenmitglieder töten, entlassen oder andere einstellen. Wir können irgendeine Art und Weise irgendwo einbrechen. Aber dieser Punkt wurde nicht erklärt. Orientieren, da müsste man genau sehen. Moment, wir sind in Fragonir und im Osten von uns befindet sich Osgiroth. Sei es drum, wir können erste Hilfe leisten. Und wir haben eine Landkarte? Davon stand auch nichts im Handbuch. Jetzt wird mir leichter ums Herz, dass wir eine Landkarte haben. Schaka. Man kann sich tierisch über Karten in Spielen freuen. Wobei, ich habe jetzt auch nicht gesehen. In den alten Spielen hat man oft eine Karte, sieht aber nicht, wo man dort ist. Wobei ich noch so ein bisschen die Hoffnung habe, dass wir irgendwann vielleicht so eine Art Sextanten finden, wie man das von der Ultima-Reihe kennt und dann zumindest draußen anhand von den Sternen ermitteln kann, wo man auf der Karte ist. Aber das werden wir noch rausfinden. Zumindest ist Start groß angemarkt, also sollten wir wohl dann auch uns jetzt hier befinden. Irgendwie muss man, glaube ich, noch das Inventar von... wir sind Aramir, ein Krieger, wir sind ein Mensch. Dann kann man, glaube ich, hier, genau, wir haben Fähigkeiten, Schlösser öffnen, Orientierung. Ach, Orientierung kann man auch besser werden. Einhandwaffen, Zweihandwaffen, Wurfgeschosse, Schusswaffen, Sprachen. Keine Ahnung, das wird alles im Handbuch nicht erklärt. Ja, Stärke, Gesundheit, Beweglichkeit, Intelligenz und Weisheit gibt es. Ich glaube, das ist viel. Wir müssen rausfinden, wie das alles funktioniert. Wir können Dinge in den Mund nehmen, wir können Dinge anschauen, wir können Dinge wegwerfen. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Du bist hoffentlich freundlich. Glück auf. Im Süden des Landes Agaran gibt es ein kleines, schönes Dorf. Ihre Taverne zum durstigen Barbaren ist ringsherum bekannt.
jetzt weiß ich auch, warum der Barbar uns dieses Spiel empfohlen hat, weil er hier seine eigene Kneipe hat. Sehr schön. Also im Süden und im Süden des Landes Agaran. Dann ist es wahrscheinlich im Süden von uns nicht mehr Fragonir, sondern Agaran. Das wird eine Orientierungsmeisterleistung meinerseits benötigen, glaube ich mal. Gut, wird alles irgendwie gut. Wir brauchen zuerst mal Leute. Oder können wir ihn mitnehmen? Wir möchten einstellen. Dich da? Ey, wir können ihn mitnehmen. Er ist Bormin, er ist ein Dieb. Die Diebe sind in Rollenspielen immer gut, wenn man Kisten aufmachen will. Ja, er hat halt ziemlich bescheidene Werte. Da waren die von Aramir wesentlich höher. Naja gut, besser als nix. Ja, hier ist dann auch diese Teamabstimmung. Aramir sagt, jo, den nehmen wir mit. Und damit haben wir ihn geworben. Hallo, Bormin. Ich möchte gerne... Wie hätte ich das vorher noch gemacht? Da unten muss man raufklicken. Ja, Schlösser öffnen ist ganz gut. Wo stand nochmal? Orientierung 46, da ist er auch besser als Aramir. Aber ja, die sonstigen Werte sind halt ziemlich unterirdisch. Aber egal, wir sind nicht mehr alleine auf der Welt. Und wir gehen jetzt mal nach Süden. Da ging es nicht mehr weiter. Da geht es auch nicht mehr weiter. Wir brauchen dringend Leute. Und Ausrüstung und solche Dinge. Hast du... Er hat noch nicht mal eine Waffe dabei. Da müssen wir uns dringend drum kümmern. Das ist ein Dorf. Hallo Dorf. Wir suchen den durstigen Barbaren. Möchtet ihr etwas kaufen? Ja. Nahrung? Nahrung ist in diesem Spiel quasi das, was die Kondition nochmal aufrichtet. Nicht die Lebenspunkte, sondern die Kondition, die man dann durch Bewegung und Kämpfen verliert. Das ist alles ein bisschen alternativ. Wir kaufen mal was zu essen. Pro Person bitte. Ach so. Ja, und kaufen kann nur derjenige, der Gold hat von den Charakteren. Ja, dann müsst ihr euch zuerst mal die Nahrung teilen. Wobei, was gab's denn dann noch? Nee, das war ein anderes Haus. Was hast denn du noch? Ja, wir möchten kaufen. Wir hätten auch noch einen Dolch. Wir hätten eine Lederrüstung plus 2, einen Leichthelm plus 1, Salamanderöl und Froschmistelzweig. Ja, das ist auch noch so was Dubioses. Im Handbuch gibt's so Rezepte für Tränke. Und da stehen auch teilweise diese zwei Reagenzien als Inhaltsstoffe. Aber da steht dann halt Schlums oder Olmak oder Klapathos und so weiter als Namen von den Tränken. Und da steht halt gar keine Beschreibung dabei. Das wird auch noch abenteuerlich werden. Hoffentlich finden wir irgendwie raus, was das Spiel damit meint. Wir geben jetzt zuerst mal nicht mehr Geld aus. Ich möchte jetzt mal hier den durstigen Barbaren finden, ohne mich direkt schon zu verlaufen. Hier können wir nicht rein. Da können wir auch nicht rein. Können wir... Achso, mit ihm sollten wir vielleicht auch mal schlagen. Gib alles, Jungs. Er macht mit seinen Händen natürlich keinen Schaden. Oh, die haben aber was da gelassen. Stecken wir ein. Und jetzt versuchen wir mal Erste Hilfe. Das jetzt funktioniert. Das weiß man nicht. Irgendwie nicht so. Und umgekehrt.
Auch irgendwie nicht. Hm. Komische Dinge. Theoretisch sollte man sich damit einmal pro Kampf heilen können oder so. Genau, das weiß man nicht. Wir schauen uns mal weiter um. Wir brauchen dringend Verstärkung. Krafttraining. Okay. Fehlt den Kandidat? Aramir? Jetzt 2000 Goldstücke. Nein. Nein. Nein, möchten wir nicht. So, da waren wir. Wir suchen immer noch den durstigen Barbaren. Barbar, wo hast du deine Kneipe? Da können wir auch nicht rein. Das sieht doch nach Kneipe aus. Ah, wir sind ja jetzt auch in Angeran. Also sind wir jetzt wohl in durstigen Barbaren. Auch wenn das jetzt hier nirgendwo steht. Leicht bekleidete Mädels sind natürlich Pflicht. Und wir hören mal zu. Leben mit Krog ist unmöglich. Wir hatten eine bessere Zeit mit Lord Yarel. Seine Kameraden alle noch am Leben sind. Und einer von ihnen ist hier in der Stadt. Darüber steht auch was im Handbuch. Und zwar ist Krog der Bösewicht, der jetzt die Macht an sich gerissen hat. Und vorher hat dieser Lord Yarel hat die Welt von dem Bösen, das vorher hier geherrscht hat, befreit. Und wenn ich es richtig verstanden habe, spielt das so ein bisschen auf die Geschichte an von dem Vorgänger von Isha 1. Das hieß irgendwas mit Aborea, das Spiel. Und Lord Yarel hat dann dieses Land, auf dem wir uns befinden, von Aborea in Kendoria umbenannt. Und leider, ja, alles hätte jetzt so gut sein können, aber leider, tja, hat der gute Prinz Yarel das Zeitliche gesegnet bei einem Jagdunfall. Und seitdem hat dann dieser Krog oder Krog die Macht an sich gerissen und lebt in einem Tempel namens Isha, was elfisch ist und bedeutet das Unbekannte, und terrorisiert dort so ein bisschen die Landschaft. Von daher, ja, sie leiden unter Krog und wir müssen irgendwo die Welt retten. So, wir können hier noch essen, schlafen. Und das ist wahrscheinlich neuer, ist wahrscheinlich kein Torwart, sondern genau die nicht so ganz gut gelungene Übersetzung von jemandem anwerben. So, wir haben hier Kyrian. Kyrian ist ein Ranger. Also Klassen sind auch nicht wirklich erklärt im Handbuch. Also es gibt halt irgendwie Priester wahrscheinlich oder Geistliche. Es gibt Kämpfer, es gibt Magier und irgendwas dazwischen, keine Ahnung. Und stand noch da, dass auch die Beziehung zu den Charakteren eine wichtige Rolle spielt oder der Charakter untereinander, dass Zwerge mit Elfen zum Beispiel nicht gut können. Was das jetzt darüber hinaus genau heißt, weiß ich nicht, aber den möchten wir mitnehmen. Alle sind dafür. So, dann haben wir jetzt schon mal drei Leute. Ich weiß es nicht, ob ein Ranger auch im Nahkampf taugt. Wir verlassen mal das Gasthaus. Zuerst mal da Exit und dann da Exit. So, und schauen uns mal unsere Neuerwerbung namens Kyrian an. Nächste Seite. Oh, er ist richtig gut in Orientierung. Dann ist er unser Mann. Ja, er kann Einhandwaffe, Zweihandwaffe. Ja, also im Nahkampf ist er eigentlich besser als im Fernkampf. So, ansonsten Stärke, Gesundheit, das scheint ordentlich zu sein. Von den, also verglichen zu den Werten, die wir bisher gesehen haben. Und Magier wird da wohl keiner sein bei der Intelligenz. Bin mal gespannt, wenn wir unseren ersten Magier finden, wie das dann mit den Sprüchen funktioniert. Da sind nämlich nur irgendwelche Sprüche angegeben und aber nicht so genau, wie man das dann tut und so weiter. Da kommt man nicht rein. Bist du wieder der von vorhin? Ich glaube, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen.
Aber irgendwo müssten wir doch noch jemanden finden, der zu Jareels Truppe gehört hat. Weil das hat man uns ja im Gasthaus gesagt, dass hier einer von Jareels Leuten lebt. Akir, genau, das ist der. Denn im Handbuch steht, dass die Leute heißen Akir, Olba, Zach, Irwan, Torm und John der Alchemist. Also ist ihr einer von Jareels Leuten. Mein Name ist Akir. Ich bin ein Freund des einst siegreichen Jareel, der den finsteren Teufel Lord Morgoth vernichtete. Genau, das ist das dann von vor Isha. Aber heute stehen wir einer neuen Gefahr gegenüber. Die Bedrohung heißt Krog. Er ermordete unseren guten Prinz Jareel und nahm seinen Thron in Isha ein. Im Handbuch steht, dass er beim Jagdunfall gestorben ist. Genau, das weiß man nicht. Eine üble Horde von entfesselten Monstern kam über unser Land. Die Zeit der Rache ist gekommen. Wenn ihr es schafft, Krog zu zerstören, werdet ihr die Macht von Isha nutzen und über das gesamte Reich herrschen. Okay, wir werden dann König, okay. Ist recht, machen wir. Die Kameraden sind alt, aber sie werden ihnen dennoch helfen. In Lotharia, in der Nähe der vier Birken, kann ihnen Azalgorm, der Geist, einige Hinweise geben. Also Azalgorm ist schon mal nicht auf der Liste der ehemaligen Gefährten von Jareel, aber das schreibe ich mal auf. Es sind ein paar nicht ganz so leicht zu merkende Namen. Und deswegen schreiben wir mal auf Lotharia, vier Birken und Azalgorm. Wobei, ist das wirklich ein Geist oder ist das vielleicht ein Geistlicher? Genau, das weiß man nicht. Moment, kurz. So, das habe ich notiert. Dann wissen wir schon mal grob, wo wir hin müssen. Dann verabschieden wir uns mal von dem guten alten Mann und schauen mal, ob wir hier noch nee, beim Krafttraining waren wir auch schon mal. Ich glaube dann, genau, das war das Gasthaus. Ja, bevor wir jetzt in die Weite entfleuchen, sollten wir noch mal in die Taverne von unserem Barbaren nicht in die Taverne, sondern genau zu ihm gehen und mal schauen, ob wir uns doch noch irgendwas gönnen. Dafür sollten wir vorher mal unsere Finanzen schauen. Also Kyrian hat 200 dabei. Nein, jetzt habe ich einmal zu viel geklickt. Er hat auch 200 und Aramir hat 1830. Dann sollten wir alles Geld mal bei Aramir sammeln. Und dann schauen wir, was wir dann noch shoppen können. Weil wir sind sehr, 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 sehr dürftig ausgestattet. Okay. Das ging, glaube ich, hier irgendwo. Wir nehmen einfach mal 200 in die Hand. Und dann muss man das, glaube ich, hier so irgendwie... Moment. Also theoretisch müsste das irgendwie so gehen. Ich habe schon ausführlichere Handbücher. Ich hatte doch kurz eine Münze in der Hand. Ah, man muss einen kurzen Moment warten. Irgendwie hat das nicht funktioniert. Es kann doch nicht so schwer sein, ein bisschen Gold zu verteilen. Ah doch, es braucht einfach nur verdammt lange. Okay. Verunsichert gar nicht, wenn man das Spiel nicht kennt. Nein. So, dann gehen wir nochmal 200 zu unserem Herrn Anführer namens Aramir.
Ich kann auch halten. Und so, jetzt warten und zack. Jetzt ist zumindest mal die Goldmünze weg. Wird das Gold jetzt auch transferiert oder eher nicht? Ah doch, jetzt. Jetzt, ich glaube, die Anzeige da unten aktualisiert sich nicht so furchtbar oft. Kommen wir mit klar. So, wir haben 2230 Goldstücke. So, damit könnten wir uns nicht so richtig viel kaufen. Da Boromir schon einigermaßen guter Kämpfer ist, kaufen wir für ihn mal einen Dolch. Und ja, Essen müssen wir auch noch mitnehmen. Ah, es wird schwierig, wir brauchen Gold. Ja, es kann immer nur der Charakter direkt das Zeug kriegen, der auch wirklich das Gold hat. Ja, toll. Und wir dürfen scheinbar auch nur 5 Brot überhaupt pro Person haben. Das ist ein bisschen anstrengend. Dann geben wir ihm mal seinen Dolch und muss ich jetzt die Brote auch noch einzeln verteilen? Da kann ich vielleicht nach rechts klicken, war es nicht. Nee, jetzt bin ich im Inventar von Boromir, glaube ich. Ja, intuitive Bedienung ist irgendwo anders. Aber das erwartet man von alten Spielen ja auch nicht anders. Ach so, jetzt haben... Ach, du hattest schon einen Dolch im Inventar. Dann sag doch was, junger Mann. Aber er hatte noch keinen. Gut, dann haben wir zumindest den Dolch nicht umsonst gekauft. Und... so, Brot wollte ich noch kaufen. Denn da haben wir momentan nur 5 Stück bei Bormin. Man sieht hier einfach nicht, wer es gerade ist, den man angeklickt hat. Das ist auch noch ein bisschen schwierig. Aber ja, neue Spiele, das hakt immer so ein bisschen am Anfang mit der Steuerung und so weiter. Und das wird mit der Zeit flüssiger. Das kann ich euch versprechen. Deswegen, ja, die Anfangszeit müssen wir jetzt einfach irgendwo überstehen. Und ich hätte noch gern mal einmal Erste Hilfe auf Aramir. Aber irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Bei ihm hat es jetzt funktioniert. Weil da stand doch irgendwas nur einmal, bis man nochmal Schaden bekommen hat oder so. Ich glaube, das Spiel bleibt spannend. Wir haben jetzt ein bisschen Essen, wir haben Waffen und Kyrian war doch der Beste in Orientierung. So, und er sagt, im Osten ist Lotharia. So, Osten Lotharia. Wir schauen mal auf die Karte. So, wir sind Start und dann sind wir irgendwie hier nach Süden geeiert. Ich hoffe mal, dass das so irgendwie die Hälfte irgendwie von diesen Ländern immer die einzelnen Gebiete sind oder irgendwie, keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dass Lotharia dann hier auf der anderen Seite liegt und dass das da hoffentlich eine Brücke symbolisiert. Ja, das war ein bisschen viel Hoffnung in einem Satz für ein Computerspiel, aber das kriegen wir irgendwie hin. So, wir möchten jetzt nach Osten laufen. Dann drehen wir uns mal so und rennen nicht gegen das Haus, sondern umschiffen das Haus. Durch Bäume kann man durch. Ich habe so Angst, dass wir uns hier total verlaufen werden. Und ich nie wieder nach Hause finde. Aber hier müsste dann eigentlich theoretisch irgendwo eine Brücke sein.
Wenigstens der Plan ging auf. So, und wenn da jetzt auf der anderen Seite noch, wie ist das Land? Lotharian ist? Genau, Lotharia, dann sind wir richtig. Schaka. Lotharia, sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch 4 Birken finden. Und wir wissen, Birken erkennt man an ihren weißen Stämmen. Da sind zum Beispiel weiße Stämme. Oh, da hinten ist ein Dorf. Dorf oder Birken? Dorf oder Birken? Wir machen eine Pause. Bis gleich.